nicht. Na komm. Habe ich mal erwähnt, dass ich sowas hasse, dass ich aufkam? Ah. Und dann nebenbei verteidigen. Okay. Das Verteidigen kriege ich hin. Nein, 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 nein. So. Ja, komm, mein kleiner Freund. Achso, warte, anvisieren. Für die war ja auch mal ganz klein. Ja, ach. Bei neuen MMOs stehe ich mich immer so. Ja. Große, weite Welt, man achtet auf alles, du nicht auf das, was man eigentlich machen soll. Wobei, bei WoW fand ich es damals schlimmer. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht. Und ich bin immer noch nicht ausgeleert bei WoW. Und bei Elder Scrolls auch nicht. Sind also so Sachen. Ich habe halt für MMOs sehr, sehr wenig Zeit. Ein Grund mehr, warum ich halt im Stream spiele. Weil da nehme ich mir dann halt auch mal die Zeit für sowas. Komm her, mein kleiner Freund. Ich bin ja froh, dass wir relativ viel Zeit haben, um das alles hier zu meistern. Das halt bei diesen Freibriefen ging es halt immer nur darum, zu kloppen. Ich kloppe gerne. Ich kloppe sehr, sehr gerne. Ah, warte. Komm her. So, wir haben es gleich. Ja, das wäre was geworden. Mich ans Ziel gebracht. Schön. Echt vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Hilfe. Das wäre was geworden. Ich glaube, ich hätte einfach nur so eine halbe Stunde da wahrscheinlich rumgesucht. Und wäre wahrscheinlich frustriert wieder abgehauen. Ah. So, schön. Einmal abschließen. Eieiei, okay, so. Warte, wo ging es jetzt mit der Hauptquest weiter? Da hinten. Komme ich auch von da aus? Die können hier noch nicht so ganz durch. Kein Ding mehr, dass wir sowas aufmachen. Jetzt bin ich dran. Ja, das stimmt. Es ist auf der einen Seite ist es ja auch echt schön, wenn man helfen kann. Ich habe nur die Hoffnung, dass ich jetzt irgendwann auch mal an mein Reittier rankomme. Weil ich besitze Reittiere und ich bin frustriert, weil ich diese Reittiere nicht nutze. Das ist so. Ich glaube, man muss da ja bestimmte Quests für erfüllen, oder? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Mir konnte das bisher noch keiner erklären, wie ich an meine Reitfähigkeit komme. Story Stufe 20. Ah, okay. Ja, dann. Weil alle meinten immer nur so, ja, ab Level 20 geht das dann. Ich guck so, gut, ich bin in Stufe 25, hab die ganze Zeit eigentlich nur straight die Home Story gemacht. Ich komme nicht mehr. Ich will meinen Schokomoppel reiten. Ich will nur meinen Schokomoppel. Also, hast du dein Reittier? Willst du einen Schokomoppel haben? Du kriegst einen Schokomoppel, aber. Ich bin so nah dran an meinem Schokomoppel. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ist das gerade? Stufe 17. Dauert also noch ein bisschen. Aber wir nähern uns. Aber vielen lieben Dank, dass du mir das gesagt hast, dass es dann um die Story geht. Wenn du die Story weitermachen musst, dann bin ich beruhigt. Wie gesagt, das hieß halt immer so, ja, ab Level 20 kannst du das dann machen. Ich und bisher, die Leute, die halt hier so bei mir im Chat rumfliegen, die spielen ja alle keine FF14.
Sie gucken sich nur gerne an, wie ich leide. Das macht ihnen Spaß. Mein Chat ist masochistisch veranlagt. So. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Bislang hat das Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben. Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erstmal Rat bei Ungust einholen. Denn der lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff, der Gute, aber lass dich nicht davon abschrecken. Ich habe vorhin gesehen, wie er polternd und zeternd in die Schenke verschwunden ist, wo sich vermutlich die vom vielen falschen heißgeredeter Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja nach ein paar Krügen Gespräch. Ich zeige ihm aber sicherheitshalber dieses Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen und im hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Das klingt gut. Ich kenne mich da eigentlich ganz gut aus. Das ist super. Das ist super. Dann werde ich wahrscheinlich des Öfteren noch mit Fragen ankommen. Wenn ich darf. Weil wie gesagt, ich habe vor 2 Jahren das erste Mal FF14 gespielt. Da hatte ich es mir dann noch geholt. Hab nur dann halt irgendwann aus Geldgründen aufgehört. Weil dann habe ich halt wieder mit Schule angefangen. Ja, das ist wenig Geld. Dann halt, ja, gedacht, gut. Hat eh keine Zeit zum Zocken, also lässt es. Spaß das Geld lieber. Und jetzt dachte ich vor einem Monat, jo, das Spiel flattert da bei dir so rum. Spiel doch mal wieder. Kontostand sagt ja. So, gespielt und ich kam so gar nicht mehr klar. Ich kam noch nicht mal mehr mit der Kampfsteuerung klar. Ich saß halt und dachte, okay, warte, wie funktioniert das? Was ist hier was? Wo muss ich hin? Dann halt auch in einer komplett neuen Gegend angefangen. Die ganzen Leute, die ich damals halt so kurzzeitig kennengelernt habe, schon gar nicht mehr da. Ich dachte so, ja, toll. Das sitze ich da. Einsam und alleine. Ja, und dann habe ich mir halt so spontan überlegt, ach ja, komm, machst du es im Stream, hast du einen Grund zu spielen. Und ja. Kleiner Hinweis noch. Die Aufwertung zum Bahn auf Stufe 30 ist auch erst nach der 20er Quest möglich. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Vielen lieben Dank. Ja, hier meine Weitläuferin. Ich wollte aber auf jeden Fall auch nochmal andere Klassen ausprobieren. Das müsste ja eigentlich auch gehen. Dass man dann zwischendurch nochmal wechselt. Weil das kann ich ja, meine ich, schon. Da müsste ich ja, glaube ich, nur zu den einzelnen Dingern da hinrennen. Du schon wieder? Unsere Begegnung in Ulda hat mir gereicht. Also schwörb. Findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Hier, guck. Sei ruhig. Was? Isenbart schickt dich? Dann bleibt mir ja wohl keine Wahl. Ich soll dir also was über die Flüchtlinge erzählen, hä? Ja, viel gibt's da nicht zu sagen. Die armen Wichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reis ausnehmen, wenn man sich ihnen nur auf 10 Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich sie hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandeln und ordentlich rumgescheucht haben. Jetzt mit all dem Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selbst mal versuchen, was aus einem von denen rauszukitzeln. Viel Glück, meine Liebe, du wirst es brauchen. Ja, ich glaube auch. Ich bin ja auch schon in quasi in heller Erwartung, die ersten Prima hier zu sehen. Die sind auf ihre eigene Weise auch wirklich toll. Ja, das glaube ich. Ich konnte mich anfangs auch überhaupt nicht entscheiden. Ich habe mich dann aber halt für, sagen wir mal, meine Lieblingsklasse entschieden, weil ich liebe es in MMOs wirklich Waldläufer zu spielen. Halt Jäger oder was auch immer. Bei Bögen in MMOs, ich finde es einfach toll. Aber welche Klassen würdest du denn noch empfehlen? In welche ich vielleicht mal reinschnuppern könnte später. Wenn ich meine Klasse hier so relativ gut im Griff habe. Beziehungsweise welche spielst du auch? Haben jetzt auch schon die Abenteurer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt.
Für Anfänger oder generell? Beides, beides. Wäre halt einfach mal interessant zu wissen. Auch, für andere. Weil ich habe auch eine Freundin, die würde das auch gerne spielen. Ich muss sie aber noch so ein bisschen bequatschen, dass sie das vielleicht mal spielt. Weil sie halt auch Neuling quasi wäre und gar keine Ahnung hat. Das heißt, das wäre dann auch mal so, dass ich vielleicht auch anderen Leuten auch mal helfen könnte, wenn mal die Frage kommt. Spielerin baden. Ah, sehr cool. Ja, Bade finde ich in der Hauptreihe, also in den Offline-Teilen finde ich die Baden eigentlich ganz cool. So im MMO. Schon mal Bade gespielt. Ja, der Ringe Online habe ich höchstens mal einen gespielt. Aber das ist hiermit nicht zu vergleichen, glaube ich. Da liegen noch Welten dazwischen. Hilfe, bleib mir vom Leib. Ich weiß von nichts. Ehrlich, verschepp ich bitte nicht. Ich würde so gern stimmen können, ne? Ich bin so unbegabt, was Stimmen machen angeht. Ich beneide die Leute, die das hinkriegen. Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. In Tals Höhle sollt ihr alles schmoren. Sollt ihr alles schmoren, so. Die Lese wäre auch vom Vorteil. Ja, die Flüchtlinge haben uns jetzt nicht so wirklich geholfen. Okay, der hatte eine lange Nacht. Der. Der reiht da bestimmt noch hin. So. Und? Glaubst du mir jetzt? Die Flüchtlinge sind ein verschlossenes Völkchen, was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Habe übrigens so meine Zweifel, ob an dieser Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie da finden, wage ich aber mehr als schwer zu bezweifeln. Dann kaufen hier würde ich für Tanks den Paladin, für Nahkampf den Ninja, für Nahkampf die Bahn und für einen Magier den Flurwerten empfehlen. Okay. Also, ich hätte auf jeden Fall Interesse an einem Ninja. Oder an einem Beschwörer. Ninja und Beschwörer wäre, glaube ich, auch so. Könnte mir, glaube ich, beides ganz gut vorstellen. Bei Paladin, ich weiß gar nicht. Mit Tanks kam ich bisher. Ja, semi gut klar. Und? Haben deine Nachforschungen etwas gebracht? Verstehe. Glaubst du, Ungos hat recht mit seiner Theorie? Die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann das nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen. So lass dich demnächst wieder hier blicken. Das war doch scheiße. Nehmen wir das hier. Ich liebe diesen Sound. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zur St. Adama Landama Kirche begeben. Sie liegt gleich westlich dieses Camps. Und wenn du sowieso dort vorbeischaust, dann kannst du auch gleich einen der Leichname mitnehmen. Ich habe nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab ausgehoben worden ist. Der Friedhofswärter Marquess wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Also jetzt sind wir hier auch noch für Leichentransport zuständig. Die wird ja immer schöner. Man merkt gar nicht, dass bei mir die Vorfreude steigt. Basisklasse vom Beschwörer ist der Hermetiker. Kann der Hermetiker auch zum Gelehrten werden, welcher Heiler ist. Man levelt und so. Beschwört den Gelehrten mit, um ihn zu spielen. Das ist sehr cool. Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde die Klasse auf jeden Fall mal spielen. Aber das klingt echt interessant.
Und die Klasse kenne ich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, was hatte ich denn mal gespielt? Den Waldläufer hatte ich und ich glaube, Druide hatte ich mal gespielt. Ich glaube, Druide war damals meine allererste Klasse gewesen, die ich gespielt hatte. Und mit dem war ich nicht so zufrieden. Aber wie gesagt, das ist auch schon 2 Jahre her. Ich habe mich auch nicht wirklich in das Spiel eingefunden damals. Das hat, ja, ich glaube, es lag eher daran, dass ich so selten gespielt hatte. Marquess? Ja, da bin ich. Isambert beschäftigt dich, um Nachforschung über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Ihr seid ja witzig. Warte mal. Hinten? Nee, da hoch. Der ist links. Oh, ich will auch so ein Leuchteding haben. Ich liebe alles, was leuchtet. Habe ich erwähnt, dass ich mich in das Spiel verliebt habe? Und das nicht nur ein bisschen? Mittlerweile macht sich eine flüssige Spielweise im Levelbereich von 60 bis 70 wirklich bemerkbar. Okay. Der Media. Okay, jetzt bin ich überzeugt. Alles, was leuchtet, brauche ich. Ich liebe alles, was, wie gesagt, wirklich alles, was leuchtet. Das ist auch der Grund, warum bei mir eigentlich alles bunt ist. Tastatur bunt, Maus bunt, Rückwand bunt. Es ist alles bunt. Alles, was leuchtet. Alles. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich will so ein Leuchtet-Ding. Ich will. Okay, ich möchte, klingt besser. Hast du eigentlich auch andere Final Fantasy Teile gespielt oder nur Teil 14? Es gibt ja viele, die nur die oder nur das Online-Spiel spielen oder die Online-Spiele. Es gibt ja zwei mittlerweile. Den 11. gab es ja auch noch. Weil ich bin zum Beispiel ein Riesenfan der Reihe. Ich glaube, ja, doch, ist glaube ich wirklich so meine liebste Spielreihe. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Alleine dafür, dass du mir das höchst Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Urschen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tagewerk verrichten. Dieses Jahr, aber ich meine, dass sehr viele Teile der anderen Spiele auch hier vorkommen. Also, sagen wir es so, da ich ja einige Teile kenne, ich habe zumindest Parallelen. Parallelen habe ich auf jeden Fall gefunden. Aber ist gut, dass du mich nicht spoilern willst. Das ist schon mal. Das macht dich noch ein bisschen sympathischer. Nee, aber ich habe einige Parallelen, auch musikalische Parallelen gefunden. Wo dann halt zum Beispiel aus Teil 2 war jetzt dieses Passwort Wildrose. Dann denke ich dann halt so, ja, okay. Ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, also. Also manche Sachen. Und es ähnelt halt wirklich dem 12. Teil. So vom Setting her. Setting, Grafik. Die Grafik ist nochmal ein bisschen besser. Aber so allgemein vom Aufbau ähnelt es wirklich sehr dem 12. Aber die komplette Reihe ist super. Außer Teil 15. Teil 15 kannst du in die Tonne trampen.
Der 15 ist kein Teil, den man spielen möchte. Meine Meinung. Nur meine Meinung. Hast du den 6. gespielt? Den 6. leider nicht. Ich habe bisher alle Teile außer 5, 6, 8, 13, 2 und 13, 3 habe ich nicht gespielt. Und ansonsten alle Teile. Und der 15 nur die ersten 3, 4 Stunden und danach habe ich abgebrochen. Aber ansonsten kenne ich alle Teile. Ich weiß aber grob die Handlung vom 6. Ganz, also wirklich nur so grob. Weil Problem war halt, ich bin noch tatsächlich relativ jung. Ich habe den Teil nie spielen können. Auf Englisch hätte ich ihn spielen können, aber da mein Englisch bescheiden ist, habe ich es gelassen. Und ich habe ihn erst jetzt halt über Steam auf Deutsch gekriegt. Und halt ganz früh über einen Emulator. Aber da ich einen schlechten Lappy hatte, da funktionierte noch nicht mal der Emulator. Also kam ich leider nicht in den Genuss. Wird aber auf jeden Fall auch im Stream mal nachgeholt. Zurzeit sind wir im Stream beim 3. Und beim Let's Play bei Teil 4 den 2. Ich rede zu viel, wenn es um Final Fantasy geht. Es tut mir leid. Ich könnte mich stundenlang über Final Fantasy unterhalten. Mein Freund ist schon leicht genervt davon. Ich glaube, der verflucht es schon, dass ich damals diese Reihe angefangen habe. So, hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seelen gekümmert hast. Richte Isenbart bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Weil Marques dir ganz recht erzählte, stehe ich im engen Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sie sich nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marques war nicht allzu grob zu dir. Seit der 7. Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich von einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Pflege nachher einmal zur Brust nehmen werde. Ich sehe der Boss aus 9 und 12. Ah, okay. Also aus 12 kenne ich relativ... Na doch, auch aus 9 kenne ich. Beide sehr viele Bosse. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Auch auf die Primae. Ich gehe mal davon aus, dass man gegen die kämpfen muss. Wenn ich das vorhin in der einen Sequenz richtig verstanden habe. Deswegen, ich glaube, ich freue mich darauf. Weil ich gerne wissen möchte, wie sie aussehen. Auch viele Mobs sehen halt ähnlich aus wie Mobs aus den Vorgängern und Nachfolgern auch. Aber am tollsten sind immer noch meine Schokobos. Oh, ich liebe sie. Da müssen wir hin. Sind alle sehr gut gelungen. Ich freue mich drauf. Ich war schon richtig ungeduldig in den letzten 2 Streams. Ich saß hier einfach nur und dachte so, ich will endlich was davon sehen. Ich möchte endlich einen der großen Bosse sehen. Oh, ich kann es eigentlich kaum noch abwarten. Was ich auch cool finde, ist, dass sie hier die Rasse der Viera drin haben. Diese mit den Hasenohren. Die kommt ja auch aus Teil 12. Und ich war echt so knapp am Überlegen, nehme ich diese Katzenwesen oder nehme ich halt die Viera. Aber da ich auch ein Faible für Katzen habe und das halt auch mit zum Stream so ein bisschen passt, weil Lammpfoten, ich weiß ja nicht, so katzenhaft, dachte ich, jo, komm, Katze, machen wir. Und die Viera haben halt auch wirklich den Anfangs-Outfit von der Figur aus dem 12. Geht nicht über Catgirls.
Ja. Eindeutig ist ja. In manchen Streams habe ich auch meine Katzenohren auf. Sie sehen, also das sind einfach nur, ist einfach nur so ein Haarreif. Also ich habe sie hier neben mir liegen. Ist einfach hier nur so ein kleiner Haarreif. Und ich dachte so, ach komm, das passt doch. Aber ja. Catgirls. Ja, doch, das passt. Mit drei Katzen, die oben im Haus rumstromern, kann ich mich, glaube ich, guten Gewissens so nennen. Danke, dass du dich um die Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? So semi. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Aidaria ist. Du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich. Ganz ehrlich, ich mag den. Der ist irgendwie cool. Erlaube mir, mich vorzustellen, werter Isenbert. Mein Name ist Tancred und ich bin wie Aidaria mit der Aufklärung des Falls mit der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Unguts an die Priester verwiesen und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ursen in Frage. Ich weiß nicht, ob man das so spricht. Wir werden Priesterin. Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ursen ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Rate dir tunlichst ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwähnen, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Von Fact, die wir sind bei der Erstellung einzigartig. Fangstand, da will ich sie auf 100 haben. Ah, echt? Also ich habe mich schon mal gewundert, aber ich habe nicht darauf geachtet, ob die wirklich bei 100 waren. Aber gut, ich kenne den Charakter aus 12. Ich kann mir vorstellen, warum der auf 100 ist. So, 1:1 dem Charakter aus Teil 12, dem Vorgänger, entsprochen. Ja. Weil die hatte schon, ja, Mörderhupen. Die fallen sogar einer Frau auf, also... Oh. Aber die Viera sind auch toll. Sind auch echt eine coole Rasse. Die anderen Rassen haben mich jetzt nicht ganz so beeindruckt. Ich spiele halt auch nicht gern solche kleinen. Das ist wie bei Herr der Ringe Online. Ich spiele auch nicht gerne die Hobbits. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie... Ich möchte gern groß... Nicht zu groß, aber halt so. Schon normal. Wenn meine Katze spielen kann, ist das noch besser. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Das glaube ich gerne. Ich glaube, da würde sich fast keiner beschweren. Außer welche, die dagegen sehr anti sind. Aber ich meine, man kann, wenn man was dagegen hat, kann man es auch runterstehen. Den kann man auch Flachland sein. Entweder Flachland oder Hochgebirge. Oh Gott, und das sagt eine Frau. Ich bin, ganz ehrlich, ich bin immer froh, dass ich noch keinen Cutter habe, der mir solche Sachen zusammenschneidert. Warum sind mir solche Sachen, die sind Gott sei Dank nie vorhanden. Sie finden nie wieder ihren Weg irgendwo hin. So, die Priesterin Ursen soll in die Sache verwickelt sein. Ich sag, glaube ich, nur noch Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des öfteren Besucher abgestattet haben. Die wird doch wohl nicht. Das könnte man jetzt auch anders auslegen, wenn sie den Kindern Besuch abstattet. Das klingt ein bisschen falsch. Ich meine, vielleicht denke ich auch einfach nur eindeutig, zweideutig, aber... Ich hätte es anders formuliert. Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren. Höre dich am besten einmal bei den Kindern um. Was,
die komische Troller von ihnen will. Ja, gut. Kinder suchen. Ja, was ist doch so? Das ist eine berechtigte Frage. Oh Gott, da ganz hoch. Das, wir sind richtig. Was sind das denn für Wesen? Die tun mir ja so ein bisschen leid. Halb Steinbock, halb Löwe, halb Rind. Was bist du? Du siehst komisch aus. Du siehst ganz, ganz seltsam aus. Heilige. Naja, okay. Warum nicht? Sie geben zumindest gut Fleisch, würde ich mal sagen. Das kann nicht. Wäre schön, wenn wir hier nochmal ein paar Bestiariumstiere finden. Aber ich, wie gesagt, ich vermute, sie sind einmal komplett auf der anderen Seite. Bei meinem Glück sind die hier nicht zu finden. Welche waren das? Die hier. Belwick Forst. Was ist das denn? Ah, okay, auf der Seite. Ja, die finden wir hier garantiert nicht. Haben will. Haben will. Ich meine, haben will. Ich. Das Bestiarium geht ganz gut mit dem Level mit. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Wobei ich bei zwei Viechern musste ich echt Ewigkeiten suchen. Ich dachte so, hä, wo sind die denn? Die waren hinter irgendeinem komischen Felsen. Also musst du da 30 Ecken gehen, um da irgendwie mal hinzukommen. Toll, nicht echt. Ist mega. Warte mal, wo ist das? Da ist es. Alter, ich... Merkt die Person, dass ich sie anstarre? Das ist mega. Das sieht echt mega aus. Ah, das bist du! Okay. Hi. Ich habe jetzt erst auf deinen Namen geachtet. Alter, das ist mega. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Vor allem, ich habe deswegen nicht drauf geachtet, weil ich nicht wusste, dass du auf dem gleichen Server spielst. Auch Katze. Sehr schön. Soll ich sagen, auf was ich noch neidisch bin? Bogen und Outfit? Also. Ich komme von Phoenix. Ah, okay. Alter. Oh. Ja. Nice. Echt. Weißt du? Und ich habe hier einfach nur mal so ein komisches Cloud-Outfit. Das ist so das Einzige, was ich besitze. Der Bogen ist geil. Auch das ist geil. Alter. Ich freu mich, wenn ich auf den höheren Level bin und ein bisschen mehr habe. Sprunggeil. die paar Freunde, die ich ja habe, mit denen ich schon mal vor... Oh Gott, ich glaube mittlerweile
drei Wochen gespielt habe. Die haben mir auch erstmal so schön gezeigt, was sie da so alles haben. Und ich denke mir so, Alter, toll. So von Kleidern, Waffen und so weiter. Da dachte ich so, toll. Ihr habt's. Ich möchte auch. Ach ja. Wann kriege ich sowas? Wann kann ich sowas haben? Es glitzert so schön. Oh Gott. Glitzert so schön. Man sieht einmal so. Also, wenn wir jetzt so in so einem Comic, würde man einfach so das Glitzern in den Augen sehen. Gut, ich höre nie wieder auf, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß es jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit. Was? War da? Man merkt nicht, dass ich verliebt bin, oder? Okay, jetzt hast du mich. Jetzt. Also, ja, jetzt. Keine Angst, es geht gleich weiter, aber... Ich will das Outfit haben. Ich will die Flügel haben. Ich möchte alles haben. Ich will alles haben. Es gibt auch Pferde. Okay, der ist geil. Der ist geil. Okay. Yep. Ah, schön. Okay, das ist lustig. Warte, hatte das Ding einen Schwanz? Alter, den will ich haben. Okay, den will ich auch haben. Ich würde ja auch gerne mal wissen, wie meine zwei Reittiere aussehen, die ich habe, aber... In den Genuss komme ich, glaube ich, erst. Warte mal. Wir sind Level 19, also. Das sieht cool aus. Es gibt ja, glaube ich, auch dieses, eine Auto aus Final Fantasy 15. Da das Ingamer spielt. Das klingt schon mal gut. Ich will aber gar nicht wissen, wie lange du dafür gebraucht hast. Genau das meine ich. Genau das. Alter, wie lange hast du dafür gespielt, ey? Heftig. Heftig, heftig. Ich weiß gar nicht, warte mal, wo sehe ich denn meine Tiere? Also ich kann sie zwar noch nicht auswählen, aber... Beste Peite. Ich will die Schokomoppel haben. Ich will endlich mal in Schokomoppel reiten. Kann man sich erst recht schnell holen, wenn man ein wenig Hilfe bekommt. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall ist richtig geiles Zeug. Will ich auf jeden Fall auch haben. Oh, Schokobo. Vor allem, der sieht richtig geil aus. Wobei, am geilsten finde ich immer noch das goldene Vieh. Das goldene Vieh war bis jetzt echt noch. Das kann, glaube ich, nichts toppen. Das glitzert, es fliegt, es ist einfach nur toll. Alter. Sehr, sehr geil. So. Stimmt, ich habe auch noch. Ne Stimmt, ich habe noch einen neuen Begleiter. Aber ich möchte. Ich möchte meine Katze, glaube ich, nicht eintauschen. Ich mache da einmal ganz kurz Story weiter. Nicht, dass das hier zu langweilig wird für den einen oder anderen. Aber du hast echt geiles Zeug. Alter. Echt minimal neidisch. Aber ich glaube, vielleicht kriege ich ja das ein oder andere irgendwann auch mal. Wäre zumindest cool. Aber wie gesagt, dein goldenes Flugtier, das. Ich glaube, das kann nichts toppen. Das war, glaube ich, mit am besten. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Dann musst du uns helfen. Ist in der womöglichen Gefahr. Ich bin schon etwa 3 Jahre und die Hälfte der Zeit war ich AFK. Nicht dein Ernst. Wie geht das? Wie geht das? Normalerweise liest sie uns immer ihre Geschichten vom Tal vor, aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollen Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr sehen. Das war ja eigentlich viel zu tun. Eigentlich. Ach ja, dieses kleine Wörtchen eigentlich. Ich kenne es nur zu gut. Ich kenne es nur zu gut. Ja. Ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Das ist einfach toll. Ja, hier, Leute. Verwesende Zauberer, na lecker. Das ist. Ja. Sehr ansehnlich. Vielen Dank, das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermuten. Oh, du bist die Abenteurerin von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung, keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Muss ihn so sofort zurückbringen. Hups. Einmal in Flammen aufgegangen. Geiler Schokobo. Geiler, geiler Schokobo. Ist das wieder so ein. Ah, ich wollte gerade fragen, ist das wieder so ein. Oh, warte mal. Da. Ich wollte nämlich fragen, ob das wieder so ein Reittier ist, wo man dann zusammen reiten kann. Ach, das ist geil. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Mitnehmen. Gott, ich liebe dieses Spiel! Nehmt es mir nie weg, bitte. Gott, ich bin Suchti. Ich bin und ich werde und ich bleibe Suchti. Priester Ursen wurde von Monstern angegriffen, als sie den Andenkring eines der armen Flüchtlingskinder suchte.
Die Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten. Nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von der Verletzung erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unserem Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern und der Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Mir fällt gerade ein, wir hatten... Ich hätte doch noch einen Oberteil gekriegt da. Oder? Ja. Ach, du grüne Nonne, sieht das kacke aus. Man kann auch Musik spielen. Alter. Gut, ich glaube, mein Freund sieht mich nie wieder. Ich bleibe in dem Spiel. Ich lebe ab heute dort. Sorge dich nicht wegen großen Verletzungen. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um um ärztliche Versorgung für die Priester zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Tancred begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amalja-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. Auch nur eventuell. Okay, in die Richtung, in die ich gucke. Der Schokobo ist cool. da bist du ja. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Ursen widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigte. Die Dreistigkeit, mit der dieser Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Aber ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Ursen in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mir zufällig auf einige Amalja, die sich höchst verdächtig benahmen. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr lesen. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hätte mich natürlich auch selbst drinnen umsehen können. Aber ich will den ganzen Spaß hier nicht für mich alleine beanspruchen. Du bist ein kleiner Abenteurer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier wache stehen, während du das Lager durchkämpfst. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Ja, das, toll. So, warte. Oh, auch mal diesen Weg Richtung. Ja, schön. Prügeln. Da ist ein verdächtigtes Schreiben. Okay, gut. Die Viecher sind verdammt hässlich. Die haben so ein bisschen was von so einem übergroßen Panther und einem halben Gorilla plus Krokodil. Also stehen sich im Bogenschütze und Bogenschütze gegenüber. Was ist eigentlich das Höchstlevel in diesem Spiel, das man erreichen kann?